Samarkand zieht Reisende aus der ganzen Welt an. Diese alte usbekische Stadt lag einst am Knotenpunkt der Seidenstraße. Es gibt viel zu entdecken. Nach den Wanderungen durch Samarkand kann man hier entspannen. Im Urlaubsverbund der Seidenstraße in Samarkand wurde eine wahre Oase des Wohlbefindens und der Entspannung geschaffen. Ich bin hier, um dieses neue Reiseziel zu erkunden, das Körper und Geist gut tut. Die Reise beginnt hier, am neuen Flughafen von Samarkand. Er wurde in Form eines aufgeschlagenen Buches gebaut und ist das Tor zur Stadt. Er wurde im vergangenen Jahr eröffnet und verbindet die Stadt mit verschiedenen ausländischen Zielen. Die Bauweise des Flughafens ist einzigartig in Form eines Buches des Gelehrten Mirzu Ulugbek Guragan. Er verfügt über eine zeitgemäße Ausstattung, die es ermöglicht, Reisende den höchsten Maßstäben entsprechend zu bedienen. Vom Flughafen zum Hotel in Samarkand braucht man 15 Minuten. Ich gönne mir eine entspannende Heilbehandlung. Mehrere Hotels an der Seidenstraße sind als wahre Wohlfühlzentren erdacht worden. Gesundheitsanwendungen können ein paar Tage dauern und bis zu 2 Wochen. Sie lassen sich gut mit dem Besuch von Sehenswürdigkeiten verbinden. Der erste Schritt, die ärztliche Untersuchung. Unsere Anwendungen gehen auf Avicenna zurück, dem Begründer der zeitgenössischen Medizin. Er verband Heilverfahren aus Ost und West und meinte, ohne gute Laune keine Gesundheit. Zum Ablauf der Wohlfühlanwendungen gehört auch die Druckkammer. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Entspannungskur. Sieht aus wie eine Kosmonautenkapsel. Wie funktioniert die? In der Druckkammer wird der Mensch mit Sauerstoff gesättigt. Die wichtigste Auswirkung ist die antioxidative Therapie, bei der alle Schadstoffe aus dem Körper ausgeschieden werden. Das ist eine der besten Möglichkeiten, sich zu entspannen. Die Druckkammer war ein Erfolg. Ich fühle diese Klarheit des Geistes. Avicennas Gedanke, die Heilverfahren von Ost und West zu verbinden, wird hier in der Vielfalt der Möglichkeiten umgesetzt. Auch die Behandlung in der Salzkammer soll Anspannungen lösen. Die Salzkammer kommt den Atemwegen, dem Herzkreislauf und der Schilddrüse zugute. Sie ist eine Anwendung gegen Anspannungen und natürlich bei Allergien. 2 Salze werden genutzt, eines aus dem Himalaya und eines aus dem Ural. Nach 1 Stunde setzt Tiefenentspannung ein. Die Wohlfühlangebote in den Hotels an der Seidenstraße Samarkand sind vielfältig. Im 5-Sterne-Hotel Mignon kommen zeitgenössische Kuranwendungen zum Einsatz. Man taucht in die Geschichte ein, in der Karawanen die hiesige Wüste durchquerten. Samarkand liegt in der Wüste. Alles ist hier so angelegt, dass sich der Gast in dieser grenzenlosen Weite verliert und das pulsierende Leben in sich spürt. Sand ist der Grundstoff dieser Massage. Ausstrecken auf Quarzsand. Das nennt man Psammotherapie. Und ein Meister aus Bali führt die Massage mit Säckchen durch, die Sand enthalten. Der Quarzsand, auf dem ich liege, ist warm und der Sand in den Säcken heiß. Völlige Entspannung und Beruhigung. Hauptsache, man schläft nicht ein. Ein ganz besonderer Salat steht hier auf der Speisekarte. Er ist nach Bibi Khanum benannt, der Frau des berühmten Herrschers Timur. Sie schwärmte für Birnen. Diese werden mit Hilfe von Kameldornhonig karamellisiert. Eine gesunde Art, den Tag ausklingen zu lassen. Eine Birne ist ein natürliches Entgiftungsmittel, ebenso wie Gemüse. Kameldornhonig ist reich an Vitaminen und Spurenelementen. Der Salat ist gesund und lecker. Seine Geschichte hat mich dazu veranlasst, die Bibi Khanum-Moschee in Samarkand zu besichtigen. Aber zuerst brauche ich tiefen Schlaf. Das Ziel meiner Reise ist 100%ig erreicht, außerordentliche Entspannung.